dazu kommen wir bei den Let's Plays. Ich erkläre euch heute, wie ihr bei Notruf 112 die Feuerwehrsimulation im Multiplayer startet. Viel Spaß dabei. Also Leute, als erstes, ne, Beta-Zugang. Um den Alpha-Multiplayer zu testen, musst du dem Beta-Branch beitreten. Klicke hierzu in deiner Steam-Bibliothek mit einem Rechtsklick auf Notruf 112. Wähle dann Eigenschaften, Betas und anschließend im Dropdown-Menü Beta Group aus. So Leute, jetzt erkläre ich euch, wie man das Spiel erstellt. Im Hauptmenü angekommen, klickst du auf Multiplayer unter Matchmaker und Create a Game. Gibst du einen Namen für die Lobby ein und bestätigst dann mit dem rechts liegenden Button Create. Nun bist du in der Lobby-Menü. Dort wartest du auf deine Mitspieler. Sind alle in der Lobby und haben rechts den Join-Button betätigt, beginnt das Spiel. Beim Spielstart betätigst du den OK-Button und wählst mit Hilfe von F1 eine Rolle für dich aus. Dann wisst ihr Bescheid, Leute. So, dann geht's weiter. So, geht gleich weiter, Leute. Dann geht ihr, wenn ihr ins Spiel beitreten wollt. Im Hauptmenü wählst du ebenfalls Multiplayer unter Finde Game drückst du auf List Servers. Im Lobby-Menü wählst du den Server aus, dem du beitreten möchtest. Dies bestätigst du mit dem rechts liegenden Button Join. Solltest du nicht deinen gewünschten Server finden, dann nutze den Button Next oder Previous. Um durch die Serverliste zu blättern. Im Spiel angekommen betätigst du mit dem OK-Button und wählst mit Hilfe von F1 eine Rolle aus. So, dann ihr könnt natürlich auch ein privates Spiel erstellen. Damit macht ihr im Hauptmenü klickst du auf Multiplayer unter Manual Connection. Klickst du auf Play and Host. Nun bist du im Lobby-Menü. Dort wartest du auf deine Mitspieler. Sind alle in der Lobby und haben rechts den Join-Button betätigt, beginnt das Spiel. Im Spiel betätigst du den OK-Button und wählst mit Hilfe von F1 deine Rolle aus. Läuft auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal testen. Also, wir gehen mal rein, wir gehen mal auf Multiplayer. Auf Multiplayer und suchen, machen einfach mal, was machen wir? Ja, was machen wir Schönes? Play and Host. Wir hosten einfach mal eins. Play and Host. Zack, Multiplayer, Join. Match starting in 1 und los geht's. Ready. Das dauert kurz ein kleines bisschen, wie es aussieht. Bis es hier losgeht. So, jetzt sind wir drinnen. Und jetzt können wir F1 drücken und suchen uns einfach irgendwas raus, was wir nehmen wollen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal jetzt den Angriffstruppführer. Zack, den haben wir. Und jetzt müssten wir auf Deutsch gesagt warten, bis Leute von uns jetzt joinen hier drauf. Dann könnten wir zusammen Einsätze fahren. Ich werde euch auch noch zeigen in einem separaten Video, wie es mit dem Multiplayer alles so funktioniert. Aber so habt ihr erstmal die Einweisung, wie es überhaupt funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall auch vor Beschreibung einfügen, wie es alles funktioniert. Also keine Angst, ich werde euch nicht im Stich lassen. Also ich wünsche euch noch viel Spaß, Leute, mit Notruf 112 der Feuerwehrsimulation. Und ciao, euer Pitbull TV.